Boah, wir sind auf dem Weg nach Berlin, nein, nach Magdeburg. We call that ballin', doing this is my calling. Flow is so appalling, my phone off and she called. Am Ende war es wirklich dieses, ja, meine Rap, meine Rap, meine Rap. What have you, fall back as I'm coming through with my house. Einiges erlebt, ja, auch Höhe und Tiefe erlebt, aber das war trotzdem eine coole Angelegenheit. Looking for the fame. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. Wenn du sein Cursor was sagen willst. Guten Morgen. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back as I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Falsch, ja, wir sind auf dem Weg nach Berlin, nein, nach Magdeburg. Und zwar im Ursprung sollte Berlin Strength Force natürlich in Berlin stattfinden, aber dieses Mal ist es in Magdeburg. Wir sind seit ungefähr 12 Uhr auf dem Weg, es ist jetzt 16 Uhr, es sind eigentlich laut Navigationssystem mal 2,5 Stunden gewesen, aber der verfickte Stau, er zerberstet unseren Zeitplan. Wir waren schon sowieso knapp dran, RTG-mäßig, aber jetzt ist es wirklich so, dass uns das Ganze schon locker anderthalb bis zwei Stunden nach hinten geschoben hat. Wir werden so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde da sein, je nachdem wie wir hier durchkommen. Und hoffe, dass dann natürlich nicht alle schon wieder weggefahren sind. Ich habe schon gehört, dass die anderen auch im Stau sind, das kam eigentlich ganz gelegen. Dann mussten sie nicht zwei Stunden warten, weil wir sollen um 15 Uhr eigentlich da sein. Und laut Navi sind wir um 4:45 da. Und alles nur wegen dem Stau. Und ich frage mich, warum? Ja? Klar, es ist ein langes Wochenende gewesen, aber warum war denn schon um 12 Uhr Stau? Wer fährt denn von der Ostsee Richtung Süddeutschland wieder zurück um die Uhrzeit? Das mag mir nicht gefallen, Bolsch. Ja, das mag mir nicht gefallen. In dem Sinne machen wir uns jetzt auch auf der Fahrt den Gediegenen und werden erstmal entspannt hoffentlich gleich ans Ziel kommen, ehe gleich die Baustelle sich wieder auflöst. Boah, sag ich mal fix und fertig. Der ist doch krass. Ja, den, ich hab schon zu André gesagt, den müssen wir nachher dann nehmen. Sag mal, was, hast du Bock? Siehst jetzt wieder gut fit aus. Ja, außer Atem. Also das, was mich killen wird, ist meine Pumpe. Egal. Das steht hier in der Ding mal rein. Das ist erste Kategorie Monster Truck. Wolsch, das war nicht die Pumpe, das war die Kraft. Das war krass. Die 30 Rap Klimmst über die 20. Ich dachte erst, wir müssen 20 machen. 20 wäre Legend gewesen. Aber am Ende war es wirklich dieses immer eine Rap, eine Rap, eine Rap. Aber was soll's. Vor allem, Leute, die Dipsende, ey. Kann nicht so die Pumpe. Ich hab schon gedacht, boah, ja, schnell. Also ich hab so gedacht, ich hab einmal so rübergeguckt und du warst immer am Klimmzug machen und eher so. Ja, das war so. Entweder er legt jetzt vor, gedacht, ja, und okay. Ich finde, bei Klimmzügen ist es so eine Sache, wenn du von außen beobachtest, der Klimmzug macht es viel einfacher aus, als es eigentlich ist, weißt du? Ich mach halt so und denkst du, oh Gott, was zieht der so durch? Aber innen drin denkst du so, okay, einer geht vielleicht noch, weißt du? Ja, du hast immer wieder versucht, nochmal gleich die zweite hinten dran zu hängen, ne? Ja. Ja, ich habe mir dann so eingestanden, okay, der war jetzt gerade knapp, dann mache ich lieber Pause. Ja, also die ersten 15 gehen, dann 20 vielleicht auch noch, und dann ist halt richtig Arbeit. Ja. Jede Wiederholung ist halt nicht dran. Meine Grundidee waren dann immer 7 ersetzt. Okay, krass, ja, das ist aber schon ein guter Ansatz. Ja, aber 7 waren dann zu hoch, lieber wie André 5, ne? Ja, wäre vielleicht.
Man kann im Nachhinein immer sagen, weißt du, ja, aber das ist halt echt schwer. Das Einzige, was bei dem Duell halt war, es war halt nicht das krasseste Duell, was um die Pumpe ging, weißt du? Also wenn wir jetzt noch einen Schlitten gezogen hätten als zwei Team oder sowas, dann wäre es ja wirklich einfach nur noch verrecken gewesen. Oder wenn es Beine gewesen wären, wäre es ja auch ums Verrecken gegangen. Aber es war wirklich dann am Ende wirklich, dass du den dachtest, okay, alles klar. Irgendwie Kindermulkrieg, weißt du? Ja, aber dann auch den Oberkörper gestreckt lassen, das ist halt das. Ich habe zum Schluss auch irgendwie probiert, wo ich dann gerade diese Wiederholung noch irgendwie so geschafft habe, dann habe ich echt so ein bisschen nur die Beine angezogen, dann war es halt kein richtiger Versuch mehr. Also ja. Dann war halt schon wieder Fail. Ja, sie haben sehr gut drauf geachtet, ne? Das ist halt entscheidend. Ja, na klar. Das ist halt die kleinste Abweichung einfach. Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass aber auch so drauf geachtet wird. Weil muss auch sein, ansonsten. Ich glaube, wieder Zeit, wenn es auch einfach mal den Springer gemacht hat. Hätte ich nicht gemacht, aber das Problem ist, das Verlocken, auch bei den Dips, dass du nicht richtig durchdrückst und so weiter, dann in der Lange ist so in den Kommentaren wie unfair. Ja, na klar. Also einer macht es dann ganz ordentlich und der andere macht es dann dementsprechend auch schnell. Genau. Das ist das Ding. Ich finde es aber auch sehr gut, dass sie da wirklich so drauf achten. Und ich muss aber auch wirklich sagen, Kraftunterschied ist aber von vornherein schon enorm klar gewesen eigentlich, ja. Von euch beiden, sag ich jetzt mal. Hatte ich vorhin... Ich finde das, ja, auf der einen Seite ja, vielleicht, aber man darf nie einen unterschätzen, wenn du mal einfach schaust, Athleten sind deutlich schwerer, aber wir machen ja wirklich hier Übungen, die eigentlich jeder für sein eigenes Körpergewicht wirklich schaffen kann, außer vielleicht die Dips, ja, okay, da hat jeder die 20 Kilo Zusatzgewicht, aber auch das ist wirklich eine Koordinationsgeschichte. Viel, viel mehr. Und dann natürlich der Reifen, vielleicht halt schon. Ja, klar. Ja. Ich habe ihn auch mal angehoben. Wie hast du den dann schon transportiert? Ich habe den einfach was gekotzt. Also ich habe den echt gehoben und dann musst du direkt das Knie so drunter setzen. Ansonsten wird es schwer. Ne? Also du kannst nicht hoch umsetzen. Das habe ich am Anfang probiert und dann hatte ich halt hier wirklich den Unterarm direkt auf. Erstmal habe ich gesagt, okay, dann gehe ich lieber schön aus dem Bein rein. Ziehe wirklich das Knie hoch und dann habe ich den Griff und kann dann halt beim Maschinen. Aber auch das ist nicht unsere eigentliche Übung. Also ich habe das vorher vielleicht einmal gemacht. Ja. Das ist auch noch 17 Dollar ein bisschen, ne? Und der Reifen war schon gut schwer. Irgendwas sagt er 200 Kilo? Er meinte vorhin 250 Kilo wiegt der. Der Schritt dann darüber, dann hast du direkt einen, der wiegt 400 und der hier unten wiegt ungefähr 800. Der hier. Ja, der wurde mit einem LKW reingefahren und der wurde etwas so platziert. Zu dem Liegen oder? Ja, genau, wahrscheinlich. Ich hätte mich gerne am Reifen gesehen. Muss ich sagen, so ein bisschen Schadenfreund ist er ja auch bei. Ich hätte mich gerne am Reifen gesehen. Ich wäre gerne früher zum Reifen gekommen, hätte ich gedacht. Ich fand es halt echt schade. Ich habe aber echt die ganze Zeit gedacht, spätestens als ich hier war und dann rübergekommen, er ist gleich nämlich auch so weit und dann verrecke ich da und er zieht dann einfach alles komplett durch. Weil du hattest ja eigentlich 5 Sekunden Zeit. Ja, genau. Zwischen jeder Wiederholung. Und die habe ich zum Schluss halt auch nicht mehr so eingehalten. Und dann habe ich gedacht, er kommt gleich und er zieht dann komplett die Bahn durch. Und dann war ich halt. Ich habe gedacht, so wie die Klimmzüge sich verhalten haben, klar, du fährst erstmal vorweg. Und ich dachte, wenn du durch und dann die Dips gehst, dann nochmal richtig auf. Ja, das, ja. Wenn so roundabout, du hast gerade 2-3 Mal den Reifen umgeschmissen und dann kommst du auch schon zum Reifen. Ja. Das war so mein Gedanke bei den Klimmzügen, als Daniel dann angefangen hatte, die Dips zu machen. Es wäre sicherlich möglich gewesen, wenn du die Dips das erste Mal machen würdest. Genau. Kommst halt dementsprechend vorbelastet rein, das ist das Problem. Wir hatten das ganze Jahr, als ich die Ohren besucht habe, und dann meinten sie, ja, welche Übung müssen wir machen. Schon war drüben, war ich gerade nicht. Also das wäre auch mal interessant gewesen. Ich habe auch erst gedacht, so, ich habe die ganze Zeit gehofft, es sind irgendwelche Grundübungen dabei, die natürlich noch mal ein bisschen höher sind. Und dann, als ihr mir echt erzählt habt, so Chin-Ups, und dann habe ich so gedacht, echt jetzt? Okay. Auch das war natürlich schon echt anstrengend. Ich habe so Sai gefragt, habe ich Übungen gemacht? Also wir haben geschrieben, und das ist halt so, ja, Klimmzüge, Dips und so Reifen umschmeißen. Da dachte ich mir so, boah, hast du zum Glück, Alter. Ich hatte gesehen, deine 220 Bankdrücken und so eine Sache. Die Ursprungsplanung war ja mit Bankdrücken. Dann war die zweite, glaube ich, Klimmzüge waren, glaube ich, drin und dann Reifen umschmeißen. Dafür sollte am Anfang Bankdrücke sein. Ah, so. Gegen Felix Valentino. Das waren dann, glaube ich, 20 Reps mit 120. Okay. Das ist natürlich auch krass. Realistisch würde ich am Anfang in 3 Sätzen schaffen. Realistisch gesehen. Aber da dachte ich mir, ja gut. Da habe ich noch Bock drauf. So, weil bei dir
mir war es, bei dir konnte man wenigstens bei Videos gucken, wie kraftig stark du bist, weißt du, dann wusste man es direkt. So, und Jill meinte auch, was liegt da? Ne, normalerweise muss er gegen Daniel für die Kraft werden, meinst du? Hab ich auch gesagt. Ich sag, normalerweise gerade so Bankdrücken, da die Grundübungen, die eigentlich Jill der prädestiniert ist für Gegner gewesen sind. Aber ging es jetzt nicht nach Körpergewicht eigentlich? Was hast du jetzt aktuell, also so am Körpergewicht? 91. Und, siehst du, dann sind wir ja eigentlich genau in der Klasse. Ich hab halt auch so 91, 92. Mhm. Ja? Und im Prinzip musst du ja einen Maßstab nehmen. Du kannst ja nicht die Kraftwerte nehmen, weil jeder entwickelt sich ja auch halt unterschiedlich. Und ich finde, das Körpergewicht ist schon ein guter Maßstab, wo du echt sagst, da nimmst du mal einen Athleten. Das war halt schon entscheidend. Ja. Aber auf jeden Fall sei man trotzdem die Übungen ganz gut ausgesucht eigentlich für euch beide. Weil wie schon gesagt, so Bankdrücken, Kreuzheben, Schieben, das wäre glaube ich blöd. Das wäre sogar ein blödes Duell geworden. Es fängt ja schon damit an, dass Jimmy nicht machen kann. Bandscheibenvorfall gehabt und seitdem ist er, hält er immer Abstand davon. Das ist auch krass, ne? Dass man, also für mich ist wirklich Kreuzheben eine sehr, sehr wichtige Übung. Und ich kenne sehr viele Athleten genau aus diesem Grund, die auch sagen, ich mache gerade kein Kreuzheben, weil da einfach so viel passiert, weil ich da irgendwas mal echt irgendwie mich so verhoben habe oder irgendwas. Und sehr viele Leute fahren damit auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, die machen kein Kreuzheben. Das kann ich einfach nicht so begreifen, weil für mich halt das wirklich so elementar ist. Ne, gibt es absolut recht. Wenn du Kreuzheben machst, dann ist das einfach so auf Show. Aber bei dem Felix Valentino war es auch so gewesen, was, wie stark mag der sein, da findest du halt nichts über den. Ne? Er hat halt seine Shape-Your-Show-Trainings. Okay. Der hat seine Shape-Your-Show-Trainings und dann kannst du gar nicht einschätzen, naja, was sollte denn jetzt? Einfach nur ein Hobbypumper so oder nur auf schön gut aussehen, ob Felix modelmäßig ist. Ja. Das ist immer schwierig, ne? Richtig, genau. Cam immer was ja, so zu sehen. Und ich glaube nicht, dass er Felix sich verletzt hat. Das glaubst du nicht? Du kannst ja jetzt nochmal so einen Aufruf machen. Felix, ja. Genau. Am besten nochmal gegen ihn antreten. Ja, genau, Felix, an der Stelle, ja. Würde mich interessieren, dass, wenn ich mich verletzt hätte, ob du gegen Daniel angetreten wärst. Ja? Felix, erstmal, wenn du wirklich verletzt bist, gute Besserung, ja. Wenn du nicht verletzt bist, dann trete doch nochmal gegen Zai oder mich gerne an. Ich würde sagen, erst gegen Zai. Soll ich einfach mal, ja, oder so. Ja. Qualifikation, um gegen Daniel anzutreten, ist quasi gegen mich zu gewinnen. Okay. Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall war es, hat sich doch trotzdem gelohnt. Ich glaube für alle, auch für mich, wenn du zuschaust, hierher zu kommen, ist auf jeden Fall ein mega geil. Die Location ist schön, Alltag ist toll. Das war ein sehr, sehr gelungener Tag. Das super. Wäre schön gewesen, wenn es Samstag wäre, ne? Oder wenn ich im Stau gestanden hätte. Ja, stimmt. Dann fahren wir zurück, hoffentlich ohne Stau. Bis nach Lübeck. Just give it a work. When you send me if you work. If you see me doing dun. Some of that work. No. When you work, nah. Before the table stop, dun. Work. If you see me doing. Ich muss ja auch jetzt wieder langsam abkühlen, weil die Emotionen so hoch sind, weißt du? Ja, ja. Wir befinden uns in schönen Lübeck. Wir haben mich im Elmhaus geführt, ne? Denn wir haben jetzt ungefähr 23.40 Uhr, schätze ich mal grob. Und in 20 Minuten beginnt die Diät. Ja. Und dann können wir natürlich nochmal richtig Attacke machen und dementsprechend auch ein bisschen mehr Curl reinfließen, ja? Wie der Fitnessstudio von heute sagen würde. Reinfließen den Scheiß, die kurzen Carbs nochmal reinfließen. Und dementsprechend, ja, wenn du gleich zu Hause ab bist, war wieder ein guter Tag. Einiges erlebt, ja, Höhe und Tiefe erlebt, aber es war trotzdem eine coole Angelegenheit. Das einzige Nervige war eigentlich der Verkehr. Also heute wieder 8 Stunden auf der Autobahn verbracht für eine Strecke, die man hier und sogar in 5 machen kann. Ein bisschen nervig. Wir freuen uns dann dementsprechend gleich mal von Lübeck nach Hause zu fahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, mal einen Daumen hoch. Kommentar in euer Input ist unser Output letztendlich und ganz wichtig unten in der Beschreibung. Bodyvolution abonnieren, das tut keinem weh, denn es ist ein kostenfreies Abo. Ja? Und das ist selten heutzutage, ein kostenfreies Abo. Willst du noch was sagen? Ja, ich freue mich darüber, dass Zeichen das wieder so nett erwähnt. Ja, wenn ihr mal ein bisschen was von mir sehen wollt, abonniert mich, freue ich mich sehr drüber. Und dann seht ihr auch den kleinen Luca, der auch bekannt ist für seine Livestreams. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du mich mitgenommen hast zum Bodybuilding Rap. Es war so geil, das auch mal das Ganze zu sehen. Natürlich wollte ich auch gerne für dich da sein und dich anfeuern. Hey.
nicht. Er hat einen vollen Mund. Der hat den vollen Mund. Ich kann nicht aufhören zu reden. Auf jeden Fall. Hast dich ja wacker geschlagen. Sag ich mal, war ja natürlich auch schon vorab zu sehen. Deine Gegner ist kein schlechter Kandidat gewesen. Nö. Also, ich bin ja realistisch reingegangen, weiter. Ich wusste, was mich zukommt. Es ist immer einfach zu sagen, guck mal, bei Felix Valentino hätte ich gedacht, okay, ne? Attacke. Und dann dachte ich natürlich, wer ist denn raus? Oh, mehr ersetzt wurde, ich gilt. Dann dachte ich mir natürlich, oh, krass, schon anderes Kaliber. Aber ich wollte mir nicht Böse geben, zu sagen, so, ja, nee, will ich gar nicht jetzt versuchen und so, sondern man muss versuchen, um dann die Grenzen auszutesten. Und vielleicht werde ich ja besser und dann kann ich beim nächsten Mal ganz normal vielleicht mal herausfordern. Und dann wird das bestimmt eine epische Runde Sache. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall hast du ja damit auf jeden Fall dicke Eier bewiesen, dass du nicht gesagt hast, gut, Felix Valentino hätte man schlagen können. Und Gildner, so wo du selber auch gesagt hast, okay, komm, lass mir mal die Kirche im Dorf, so das wird echt fast unmöglich. Hm? Aber wo du ja trotzdem die Eier gezeigt hast und hingegangen bist, was ich natürlich gut gefeiert. Ja. Ich würde mal sagen, die Nur, die mir gesagt, aus!